Diese Woche haben wir neue Details über Star Trek Discovery erfahren. Produzent Brian Fuller bestätigte, dass die neue Serie zeitlich vor der Originalserie spielen wird. Die Registriernummer der Discovery NCC 1031 sei, so Fuller, ein klarer Hinweis. An dieser Stelle möchten wir von der Wochenschau darauf hinweisen, dass wir genau das in der Analyse zum Trailer schon vor einer Woche prophezeiten. In diesem Sinne sagen wir einfach mal: Fuller äußerte sich auch zur Namenswahl der Serie. Discovery, Erkundung, sei schon immer ein Kernbestandteil von Star Trek gewesen. Nicht nur das Entdecken neuer Welten, sondern auch einer besseren Version unserer selbst. Diese optimistische Vision der Menschheit solle auch die neue Serie widerspiegeln. Auch der Regisseur der ersten Folge ist inzwischen bekannt, David Semmel. Semmel war auch schon an zahlreichen bekannten Serien der letzten Jahre beteiligt. Als Produzent war er unter anderem an Legends, Person of Interest, Heroes, Dr. House und der Amazon-Serie The Man in the High Castle involviert. Bei zahlreichen Episoden führte er auch selbst Regie, darunter auch zahlreiche Pilotfolgen. Semmel scheint also etwas von seinem Handwerk zu verstehen. Dass er auch an Beverly Hills 90210, Dawson's Creek und Love Boat The Next Wave beteiligt war, wollen wir ihm mal nicht zur Last legen. CBS konnte nach eigener Aussage einen großen Erfolg verbuchen. Die hauseigenen Streaming-Plattformen All Access und Showtime konnten zusammen die Grenze von 2 Millionen Abonnenten knacken. Die Verantwortlichen von CBS führen diesen Erfolg zu großen Teilen auf Star Trek Discovery zurück. Durch die Lizenzierung für internationale Märkte sei die Serie schon vor dem Drehbeginn profitabel. Man gehe davon aus, dass Star Trek in den nächsten Jahren hunderte Millionen Dollar Gewinn einbringen wird. Glaubt ihr, David Semmel ist der richtige Mann für den Job? Und denkt ihr, dass Discovery wirklich ein so großer Erfolg sein wird?